richtig schön. Fällt mir richtig, richtig gut. Es war 24 Uhr, Lisa war müde und in Shopping-Laune, also. Lach nicht so. Aber es ist schön. Hohen Schuhen irgendwie nicht laufen kann. Hallo ihr Lieben, ich freue mich so, weil wisst ihr, was dort angekommen ist? Ein Monster-Paket. Ich habe mal wieder bei Shein bestellt, ja, weil ich eigentlich wollte ich meinen Kleiderschrank aussortieren, weil irgendwie passt mir so viel nicht mehr, ne? Kennt ihr das, diese Situation, dass ihr so wenig, wie, also eigentlich immer wieder dasselbe anzieht, weil ihr denkt, man hat nichts im Kleiderschrank, weil einem das halt nicht mehr gefällt, was im Kleiderschrank ist. Ja, genauso ging es mir. Und dann habe ich gedacht, ach komm. Und dann habe ich bei Shein gestöbert und dann habe ich voll viele schöne Sachen gefunden. Und dann dachte ich mir eigentlich, ja, bis die Bestellung kommt, sortiere ich meinen Kleiderschrank aus. Natürlich ist das bis dahin nicht passiert. Macht nichts, aber ich zeige euch trotzdem die Sachen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das euch erzähle. Übrigens habe ich wieder von Shein einen Rabattcode bekommen. Ich schreibe es euch unten in die Infobox mit rein. Und da verlinke ich euch auch die ganzen Sachen, wenn ich es nicht wieder vergesse. Danach fragt er ja auch immer voll oft. Auch bei Instagram fragt er voll oft. Die Amelie hat jetzt zum Beispiel gestern so einen süßen Body angehabt. Ganz, ganz viele wollten wissen, woher der Body ist. Tja, bei Shein kann man schon geile Schnäppchen machen. Man muss halt immer ganz viel lesen, finde ich. Ich sag's euch immer wieder. Bei Shein auf jeden Fall auf die Tipps von Shein, ne, damit ihr trotzdem. Also es gibt auch komische Sachen bei Shein, ne? Da habe ich ja auch schon ein paar Fails. Aber bei Shein immer gucken. Wie ist die Bewertung und was ist das für ein Stoff? Ne? Ganz, ganz wichtig. Was ist das für ein Stoff und wie ist die Bewertung? Und am besten noch Kundenfotos mit anschauen. Also so mache ich das immer und bin bis jetzt immer gut gefahren. Ich hatte 3, 4, 5 Fails mal, aber alles im Rahmen. So. Sommer. Ja, ihr Lieben. Wie geht denn das Ding hier auf? So. Oh. Ah, dann ist es jetzt, ist das, muss ich erstmal gucken. Ich habe ein bisschen was für meine Mädels auch mitbestellt. Oh, sind die schön, aber das ist nicht für die Mädels. Oh Gott, schaut mal. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Das ist so gerippt. Oh, voll schön. Und dann natürlich, also auch diese Bluse ist zum Beispiel von Shein aus einer alten Bestellung. Also ich sag ja, Musselinblusen, ne? Jede Menge. Schaut da mal vorbei und hey, einfach zu super Preisen. Ich sag's euch nur, ihr müsst halt wirklich drauf achten, wie ist der Stoff, wie ist die Bewertung, wie ist die Passform. Ne? Oh, soll ich es mal anziehen? So Unterhemdchen sind das, aber richtig schöne. Ha? Mit gerippt. Wir machen wieder ein Three-in-Hole. Komm, ich zieh's euch an. Oh, richtig schön. Also ich habe heute einen blöden BH an. Der ist kein normaler BH, geht diese Rüschen normal bis da hoch, aber das macht ja nichts. Also normalerweise würde das jetzt schon verdecken. Aber richtig schön. Die Farbe gefällt mir auch gut und so schön leicht und gerippt und was will man mehr? Ja, der BH passt jetzt echt nicht ganz so dazu. Ja, das Schwarze wird dann ganz genauso sein. Ich mag solche Tops einfach total gerne zum unten drunter anziehen im Winter und im Sommer einfach so und dann Cardigan oben drüber. Der Schwarze sieht auch sehr schick aus, auch gerippt und dann war das gerippt und dann war das braun, beige und dann konnte die Lisa einfach nicht mehr Nein sagen. Ihr kennt mich. Da konnte ich nicht dran vorbei. Also, das müssen wir mal gucken. Ne? Weiter geht es. Was haben wir denn hier Schickes? Oh, ich habe hier eine Bluse. Die könnte man ja rein theoretisch. Ich müsste mal das Schwarze schnell anziehen. Warte jetzt mal. So, jetzt habe ich das schwarze Top einmal an. Ja, ist halt ein Top, ne? Aber ich mag das. Sind so Basic-Sachen, wo ich halt einfach immer im Schrank haben muss. Und ich habe noch Basic-Sachen und deswegen will ich auch unbedingt aussortieren, die schon so alt sind, so verranzt, dass ich sie eigentlich gar nicht mehr wieder anziehen. Die ist schick. Bin mal gespannt, wie sie ausschaut. So. Stulpern wir mal drüber. Schwarz ist immer ein bisschen schlecht für euch. Gell? Das sieht ja nicht so richtig. Aber das könnte man ja jetzt auch mit einer Leggings kombinieren. Ach so. Doch, sieht doch schick aus. So. Also Top ist bei mir meistens ja immer unten drunter. Das Schwarze passt auch ganz gut. Und dann jetzt könnte man eine Leggings, wenn es ganz sommerig ist. Es hat ein Unterkleid auch, aber ich glaube, das wäre ein bisschen durchsichtig. Also ohne Leggings wäre durchsichtig, aber ich habe so kurze Shorts. Damit könnte ich es mir auch ganz gut vorstellen. So eine kurze Shorts. Doch, sieht richtig schick aus. Mhm. Finde ich auch immer ganz schick.
weiter geht's. Hier müssen wir uns beeilen. Ich habe ganz viel bestellt. Sonst wären wir hier nicht mehr fertig, ihr Lieben. Also lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee, es wird mehr. Oh, muss ich mich schnackisch machen. Das fand ich auch schön, ja. Das ist ein Bikini-Oberteil. Man muss es ja aber nicht als Bikini nehmen. Man könnte jetzt auch einfach... Muss ich in meinen nackten, schön geformten Bauch gleich zeigen. Aber ich probiere es mal an. Aber sieht richtig cool aus. Ja, ich probiere es an. Also ich finde es voll schön. Also man müsste das jetzt... Guckt nicht auf meinen Bauch. Extra weiter weg. Aber mit so einem Dingsbums da, so einem Cardigan drüber oder so. Oder als Bikini. Das finde ich echt schick. Doch, ich finde, das hat was. Gefällt mir. Nächste Woche. Jetzt habe ich auch voll das schöne Kleid an. Und zwar, das hat so einen... Ich komme mal ein bisschen näher hin, damit ihr den Stoff seht. Das ist so schön gerippt. Finde ich richtig schön. Hat eine coole Farbe. Ich muss mir nur noch das Produktbild nochmal anschauen, weil hier sind nochmal so Schnüre. Aber ich habe es ja hier schon drum geschnürt. Und so sieht der irgendwie komisch aus. Also vielleicht ist das so irgendwie gemeint. Ich muss das nochmal mir anschauen, das Produktbild, wie das genau ist. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit den Schnüren hier gerade anstellen soll. Aber ich finde, das sieht richtig schön aus und so richtig schön sommerlich. So, also ich kann ja gleich weiter auspacken, damit ihr das auch immer so sieht. Nicht angezogen, aber ich sage, ich weiß noch nicht genau, was damit soll. Da könnte man jetzt auch einfach zum Beispiel das drunter anziehen. Das sieht dann auch schick aus. Ne? Das Kopf würde dann so ein bisschen rausschauen. Finde ich halt cool, weil ich weiß nicht, ich finde es halt solches, dieses Muster, dieses Gehäkelte, finde ich einfach cool. Fand ich schon immer cool. Was kommt denn da raus? Eine Blumenkleid. Oh, ich war in Sommerstimmung, glaube ich, wo ich bestellt habe. Ihr fragt auch immer, wie lange das ungefähr dauert. Also meine Bestellung hat jetzt, glaube ich, so, ja, über eine Woche, glaube ich. 1,5 Wochen, über eine Woche hat es schon gedauert. Also bis jetzt, also es ist kein Amazon, ne? Aber es lohnt sich. So, ich probiere mal an. Oh, wie schön ist das bitte? Schaut euch das mal an. Gerade, wo ich es so ausgepackt habe, war so gleich skeptisch. Aber schaut mal. Richtig cool. Das ist so... Doch, finde ich cool. Kannst du natürlich dann auch, wenn es wärmer ist, ein bisschen hoch machen. Hat ein richtig schönes Muster, macht eine richtig, richtig schöne Figur. Doch, gefällt mir gut. Oh, habe ich heute schöne Sachen. Was habe ich denn noch alles bestellt? So. Immer wenn man das nicht anhat, sieht das immer im ersten Moment, denkt man sich, aber das sieht schon mal gut aus. Ich probiere es an. Das ist wunderschön. Schaut euch das mal bitte an. Richtig schön. Ihr habt ja gesehen, das ist nicht ein T-Shirt oder so, sondern es ist schon ein Kleid, wo das halt schon so mit eingenäht ist. Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, wie schön. Ach, jetzt kann der Sommer kommen. Ach, jetzt bin ich richtig happy. Also, so Kleidung shoppen macht ja glücklich. Übrigens habe ich die Kleidung bestellt irgendwann um 24 Uhr Mitternacht. Deswegen weiß ich halt bei ganz vielen Sachen gar nicht mehr, was ich da bestellt habe. Es war 24 Uhr, Lisa war müde und in Shopping-Laune. Also, Leute, gell? Also, wenn ihr euch denkt, was ich manchmal selber überrascht bin, was ich da so bestellt habe. Was ist denn das? Ja, wie zum Beispiel jetzt hier so überrascht bin. Das ist schon eine Bluse. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Aber ich ziehe es euch an. Aber irgendwie sieht es ja auch süß aus, ne? Ja, ich ziehe es euch an. Moment. Also, das Ding ist schön luftig, aber ich glaube, mir steht es nicht. Ich sehe ein bisschen aus wie so eine Tulpe. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht so... Ich fühle mich wie eine Tulpe. Ich glaube, das ist nicht so meins. Ne? Wie findet ihr die Bluse? Ich würde zwar sagen, so ein leichter Fehlgriff. Tulpe. Gut, Tulpe macht gleich weiter. Waren ja jetzt halt so viele schöne Sachen, da muss Tulpe halt auch mal tulpig sein. Was haben wir hier? Ah. Ach so, das habe ich... Glaube ich eigentlich für die Bella mitbestellt, aber ich glaube, das ist der Bella fast zu groß. Da schwimmt die Bella drin, gell? Ja, habe ich das für mich mitbestellt? Das ist S, aber das ist Frauenabteilung. Moment, ich zieh's an. Also da gibt es nämlich auch ganz schöne T-Shirts, ne? Also ich glaube, da würde die Bella jetzt drin schwimmen, aber man könnte, was ich ja bei diesen T-Shirts immer ganz cool dann finde, das dann einfach hier so mit einem Haargummi hier zum Beispiel.
so ein bisschen fester binden, ne? Das dann da so reinstopfen. Und dann sieht es richtig cool und lässig. Zum Beispiel auch zu so einer Jeanshose, ne? Fertig! Bist angezogen für den Sommer. Mehr braucht es doch dann nicht. Und den Herzlich sieht ganz süß aus. Ne? So ein Basic-Teil, ne? So einfach Basic. So, wir machen mal weiter Basic hier. Schicki! So, zu Basic-T-Shirt ziehen wir jetzt gleich mal die Shorts an. Ich glaube, ich habe die bestellt, weil schon wieder, ihr wisst, solche Rüschen. Hm? Die sieht richtig schön aus. Richtig, richtig cool, finde ich. Der Hinter sieht ein bisschen komisch aus. Aber vielleicht formt er sich noch in die Hose rein. Aber ich sehe ja vor hinten meinen Hinter nicht. Aber eigentlich habe ich mich gerade im Spiegel angeschaut und dachte mir, irgendwie sieht der komisch aus. In manchen Hosen sieht der Hinter so wie sowieso eine Birne aus oder so. Ich mag aber eher so einen runden Hintern. Aber das kommt immer auf die Hosentaschen drauf an und wie hoch sie geschnitten ist. Die ist ein bisschen höher geschnitten, wobei ich das momentan irgendwie lieber mag, wenn die so höher geschnitten ist. Weil sonst kommt, ja, ich habe das früher nie verstanden, ne? Jetzt nach 3 Kindern weiß ich, warum manche Hosen höher geschnitten besser sind. Weil man da halt seinen Speck so ein bisschen reinstecken kann. Und dann ist er schön versteckt. Bei Hüfthosen, was ich ja ganz häufig anhabe, dann kommt er nämlich hier so seht ihr, so drüber. Wenn man nicht immer aufpasst, dann hängt der da so drüber. Deswegen weiß ich jetzt schon, warum manche so hohe Hosen bevorzugen, weil dann ist da, kann nichts drüber hängen, weil dann ist er in der Hose. Ja. Umso älter man wird, umso mehr versteht man alles. Sag's euch. Ha? Bei dir auch? Brauchst du auch solche Hosen? Aber Männer ziehen doch auch mal so Hosen so hoch und dann so ein Gürtel, wo dann nur noch so eine Schnalle so drüber hängt. Kennst du das? Leo, Leo. Leo, Leo. Es war 24 Uhr und ich dachte mir, ich brauche Leo, oder? Ja. Ich probiere es mal an. Leo, Leo. Gefällt mir sehr gut. Leo, Leo. Ich finde, das hat was. Schatz, wie findest du es? Gut, gell? Leo. Jetzt kann der Sommer kommen. Ich hoffe jetzt. Heute ist auch sehr schönes Wetter. Jetzt kann man dann wieder Kleider auspacken. Ach, ich liebe das so. So, was haben wir denn da? Ein Säckchen in nochmal ein Säckchen. Aber ich glaube, das ist, da steht Kids, das ist gar nicht für mich, das ist für die, oh je, das ist ja, ah, sowas Blödes, 140, ja, das habe ich nicht gesehen, aber das ist ja bauchfrei, mal gucken, ob das der Bella gefällt. Wieso ist das so eine komische Mode? Ja, sind die alle so, oder? Na, weiß ich nicht. Ich halte nicht so viel vom Bauch frei. Das sind so schöne Farben und dann einfach zu kurz geschnitten. Und das ist ärgerlich. Das sah auf dem Foto ein bisschen anders aus. Glaube ich. Ich hätte es sonst nicht bestellt. Ich glaube, ein Kind hat es angehabt und es war nicht bauchfrei. Aber vielleicht ist es ja auch nicht bauchfrei. Aber ich finde es furchtbar, oder? Kinder, wo dann bauchfrei. Also müsste sie ja so einen Rock dann theoretisch tragen, der auch bis hier hoch geht. Aber ich glaube, sowas hat sie gar nicht. Ja, mal gucken. Das ist doch kurz, oder? Aber das ist so schön. Schaut mal vom Stoff her. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Gerippt und hier mit so flatterig und gerippt und schöne Farben. Und schau mal, wie kurz. Das ist doch bauchfrei bei der Bella dann, oder? Das kann nicht, weil die Lucy ist am Bauch frei. Ja. Aber die Bella könnte, ich weiß nicht, bei Marktstelle sowas, ich glaube ich. Schauen wir mal. Ich gebe es ihr mal schauen. Ich bin eigentlich jetzt nicht so begeistert, dass meine 8-Jährige da schon bauchfrei rumläuft. Aber diese Mode ist halt auch einfach so. Packen wir ihr wieder ein. Zeigen ihr es mal, ob es ihr gefällt oder nicht. Und wenn nicht, geht es halt wieder zurück. So. Einmal für die Bella. Ach da. Ich habe was vergessen. Da war noch ein Gürtelchen dabei bei meinem Leo. Ja, hier, da. Ach, da. Hier, ich hab's hier. Oh, Gürtelchen. Ich hab's ja noch an. So. Lach doch mal los. Ich weiß nicht, meistens ziehe ich diese Gürtelchen gar nicht an, weil ich das dann immer. Nee, weiß ich auch nicht. Aber es sieht eigentlich fast mit Gürtel noch besser aus. Fällt gar nicht auf, aber sieht noch besser aus. Okay, Lisa. Okay, Lisa. Okay, Lisa. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. Ich höre schon auf zu singen. Keine Angst. Das sieht schicki aus. Aber ich bin gespannt, ob das mir steht. Wieder hier mit, wie heißt denn das? Spitze, ne? Nennt man das? Spitze. Ich zieh's mal an. Moment.
Das sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Erstens finde ich das sehr schön. Man könnte jetzt ohne BH, aber ich finde es auch so mit einem schwarzen BH, würde das gar nicht stören. Und dann ist das so richtig, richtig schön flatterig. Man könnte es jetzt, wenn man das jetzt gar nicht so flatterig will, auch ein Stückchen in die Hose stecken. Doch, finde ich jetzt richtig, richtig schön. Gefällt mir. Was habe ich denn noch alles? Sag mal. Hört ja gerne mal auf. Was habe ich denn alles bestellt, Lisa? Was habe ich denn da für ein Hochzeitskleid bestellt? Ich habe mir wahrscheinlich gedacht, weiß, aber das ist so ein richtig, ja, man könnte es als Hochzeitskleid bezeichnen, weil das so der Stoff so, ich dachte eher, da kommt jetzt so was Dünnes an. Aber ich weiß, wisst ihr, was ich meine? So ein richtig dicker, dicker Stoff. Ich ziehe es euch mal an. Vielleicht, wenn ihr heiratet, standesamtlich, also für ein Standesamt würde ich das jetzt wahrscheinlich richtig edel, also der Stoff ist der Hammer. Okay, ich probiere es mal an. Nicht nur, ich bin irgendwie... Es ist wunderschön, aber es ist overdressed, würde ich jetzt dazu sagen. Ja, der BH ist immer noch der alte und es ist immer noch der schwarze. Deswegen, das würde jetzt nicht dazu passen. Aber hier ist mega schöne Spitze. Richtig schön eingearbeitet. Schau, wie noch, als ob ich heiraten würde, gell? Also ich sag ja, so ein Kleid könnte man... Hä? Sie scheinen erstmal. Ja. Mega, also zum Standesamt mega. Also ich habe ja ein Kleid gehabt, wo man dann schon gemerkt hat, wer die Braut ist. Aber Standesamt mega. Mega. Ich weiß zwar nicht, warum ich das bestellt habe. Ich dachte wahrscheinlich so ein leichtes Sommerkleid. Kann man bestimmt auch machen, ne? Leichtes Sommerkleid. Dann zum Beispiel der Bikini drunter und dann sieht das dann auch ganz leicht aus. Richtig cool, bin Urlaub, aber am Strand, tolle Fotos. Ja doch, schon eine geile Idee eigentlich. Ich glaube, das hatte ich damit vor. Kommt auf jeden Fall mit dem Urlaub. Falls wir denn dennoch dieses Jahr in den Urlaub fahren, ne? Das ist ja auch. Und dann halt ohne schwarzen BH, ihr wisst Bescheid. Vielleicht dann auch so ein Triangel-Top, ne? Bikini oder so. Oh, wir haben noch mal was Weißes. So ist die Lisa so auf Weiß. Habe ich noch mal ein weißes Kleid bestellt? Was ist los mit dir? Ich hab's doch gar nicht bestellt. Ich weiß es nicht mehr. Muss mal nachschauen. Aber sieht auch schick aus. Oder ich dachte mal, Lisa, jetzt so weiß, Sommer, ne? Amelie? Amelie. Ich habe noch ein paar Sachen. So, ich ziehe das mal an, das andere. Dieses Kleid ist wunderschön. Leider ist es kaputt. Aber mega schön, mega schön. Ja, leider ist es hier. Muss ich jetzt reklamieren. Da ist ein Loch drin. Weiß auch nicht. Kann ja mal passieren, ne? Das ist ja menschlich. Die Möpse, ne? Ja. Lach nicht so. Aber es ist schön. Lach nicht so, was soll ich denn? Das ist auch mit viel Rüschen. Richtig. Aber das ist kaputt. Vielleicht kann man es nähen, oder? Ich reklamiere es, aber ich glaube, ich reklamiere es einfach. Das ist ja kein Problem. Man könnte es bestimmt dann einfach hier so Übergang nähen. Ist ja schade. Ist irgendwie gerissen. Aber sieht schick aus. So, Licht wieder da. Ich habe jetzt mein Leo-Kleid wieder angezogen. Ich finde es echt cool. Weil was nicht kommt, was dabei ist, was nicht für mich ist, sondern für die Bella. Und ich hoffe, das ist auch länger. Oh ja, das ist länger. Gott sei Dank. Ich dachte schon, das ist alles kürzer. Ein süßes T-Shirt. Sieht voll süß aus, gell? Sieht süß aus. Gefällt dir nicht? Mein Mann gefällt es nicht. Ich finde es süß, ich glaube, der Bella gefällt es auch. So, nochmal eins der Bella. Und dann habe ich zum allerersten Mal, oder? Nee, stimmt nicht. Ich habe schon mal Schuhe bestellt, aber die haben damals nicht gepasst. Und jetzt habe ich es wieder versucht. Vielleicht habe ich jetzt mehr Glück. Ja, und ich hatte so viele schöne Kleider heute an und habe nie Schuhe dazu angezogen. Hätte ich vielleicht mal als allererstes die Schuhe rausfischen sollen. Richtig, richtig schön. Die sehen cool aus. Dachte mir, wisst ihr, von Sommer so ein bisschen, aber doch noch ein bisschen höher. Aber trotzdem höher und trotzdem kann dann die Lisa nicht laufen wahrscheinlich. 8,5 steht da jetzt. Ich glaube, ich habe 39 genommen. Weil ich mir dachte, ich glaube, ich habe mal 38 genommen. Also ich habe eigentlich Größe 38. Aber ich glaube, beim letzten Mal waren die dann zu eng. Ja, schauen wir mal. Schick, oder? Mega. Ich probiere sie an. Ich zeige es euch gleich angezogen. So, ihr Lieben, ich habe euch mal auf den Boden gestellt, damit ihr auch mal die Schuhe sehen könnt. Also ich laufe ein bisschen wie ein Dorftrampel damit. Aber das liegt einfach daran, dass ich mit
hohen Schuhen irgendwie nicht laufen kann. Ich weiß auch nicht. Also ich habe so Winterboots, die sind auch hoch, da ist kein Problem. Aber bei denen stelle ich mich ein bisschen blöd an. Sehen aber wunderschön aus, aber ich hoffe, ich lerne das Laufen noch da drin. Ich habe noch ein paar Schuhe, ich probiere es gleich mal an. Moment. Ja. Also, und das sind die zweiten paar Schuhe. Meinem Mann gefallen sie überhaupt nicht und ich bin mir total unsicher, ob sie mir gefallen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte halt so, aber sie passen auf jeden Fall, ne? Also ich habe eine Größe größer bestellt und sie passen. Ja. Ich bin halt irgendwie Typ anders, ne? Keine Ahnung, ob sie die Treter mir gefallen oder nicht. Wird sich noch herausstellen. Ja, ich überlege noch. Also so hundertprozentig überzeugt. Die mich nicht und die anderen, da kann ich so schwer drin laufen. Ja, Schuhe ist halt auch immer was Schwieriges, ne? Hier. Sehen schon schön aus, so. Aber an meinem Fuß sieht es irgendwie bescheuert aus. So wie meistens halt, ne? 39, ja. Ja, keine Ahnung. Sind aber auf jeden Fall schon bequem. Also da kann ich jetzt die drücken nicht. Haben weiches Fußbett. Aber ich weiß halt nicht, ob sie mir irgendwie gefallen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, ihr Lieben, ihr habt es geschafft. Ewigkeiten, Ewigkeiten, mega viele schöne Sachen. Ja, wie gesagt, ich verlinke es euch hoffentlich alles in der Infobox. Schaut gerne vorbei. Und einen Rabattcode habe ich auch noch für euch, auch in der Infobox. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Wie gesagt, lest immer Produktbeschreibung durch, was für ein Stoff. Wie ist es bewertet worden und danach bestellt ihr erst, ne? Und immer schauen, was für Stoff, ganz, ganz wichtig, weil das ist das A und O und dann könnt ihr wirklich schön shoppen bei Shein. Ja, hab mal hier schon mehrere Jahre und hab echt mehr oder weniger gute Erfahrungen gemacht. Das ist immer mal wieder ein Fail dabei, habt ihr jetzt auch gesehen. Mal geschmacklich passt es nicht, mal ist halt irgendwas, wo hups. Aber im Großen und Ganzen mag ich Shein richtig, richtig gerne, weil die richtig modern sind und es mal was anderes gibt wie sonst wo, ne? Und mega günstig. Schnapp, Anne. Schnapp, 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 schnapp. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Pfiati!